Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation Remastered. Oh, mir geht's unglaublich nicht gut. Ja, meine Allergie ist richtig hart am Reinkicken. Außerdem habe ich... zivilisierten Husaron ist. Hast du gerade auf mich geschossen, du Hurensohn? Aber selbstverständlich, wenn ihr es euch... Ja. Ich bin echt erledigt. Also nicht mal wirklich von der ganzen Anstrengung, sondern einfach, weil mein ganzer Körper wehtut. Weil habe ich auch in einem kleinen Talk-Update-Video, was heute kommen müsste, was ich nicht vergessen darf, dass ich das noch hochladen muss. Dann eigne ich mich nicht zur Hochzeit. Salutation! Oh! Müsste heute kommen, habe ich auch schon erzählt. Ich habe jetzt angefangen, mir ein eigenes Sportprogramm zusammenzustellen, was erstmal relativ simpel ist. Aber weil ich ja wieder im Fußballverein will und quasi Fußball spielen will, regelmäßig wieder, habe ich jetzt angefangen, ein bisschen halt zu trainieren. Auf dem Fußballplatz in der Paradestraße. Das ist kein richtiger Fußballplatz, das ist... Sein oder so. Arschloch. Wir sollten nochmal nach dem Gate gucken. In unserem Assassinen-Hauptquartier, bevor wir hier wegfahren. Und mit der Story weitermachen. Ich habe diese Woche wieder Zeit, ein bisschen zu streamen und ordentlich aufzunehmen. Das heißt, wir werden vermutlich auch Liberation durch aufnehmen. Schon. Okay. In Veracruz kommt eins an, was unterwegs ist. Das heißt, das ist der Havanna-Veracruz-Transporter. Heißt, der Veracruz-Havanna ist schon angekommen. Kaufen. Zack. Schiff entsenden. Nach Veracruz. Das Ding. Jetzt sind wir nach Veracruz unterwegs. Wir haben das Handelssystem verlassen. Wir haben nochmal Zeugs losgeschickt. Zack. Schwupp. So. Und jetzt wird es Zeit für unsere Reise. Daraus hinten würden die Sklaven gebracht werden. Aveline. Agathe erzählte von deiner Flucht nach Mexiko.
Willst du deine Geschäfte hier aufgeben und die Sklaven in New Orleans? Was ist mit deiner Familie? Mein Vater schickt mich nach Kuba, um dort neue Zulieferer für uns zu finden. Solange ich fort bin, kannst du das Geschäft auch allein weiterführen. Ich muss unserem Feind folgen. Und wann wolltest du mir das mitteilen? Ich konnte nicht riskieren, dass du mich aufhältst. Und mehr siehst du nicht in mir? Geschäfte? Befehle? Aveline, du bist mir wichtig. Gerald, sei nicht böse. Wir müssen doch Arbeit und Gefühle trennen. Ich hätte dir das gern. Da ich dich nicht aufhalten kann, kann ich dir vielleicht noch irgendwie helfen. Nun gut, ich muss auf das Schiff und weiß noch nicht wie. In der Nähe ist ein Lager, wo man Sklaven hält, Sklaven für Mexiko. Du kannst dich unter sie mischen und so aufs Schiff gelangen. Nur muss ich meine Waffen zurücklassen. Wie willst du dich verteidigen? Gut, dumme Frage. Ich bewahre sie bis zu deiner Rückkehr auf. Hab Dank, Gerald. Du bist ein wahrer Freund. Uff, das ist das, was man klassischerweise als gefriendzoned bezeichnen würde. Auch wenn ich dazu neulich einen interessanten Take gelesen habe, so, dass es sowas wie Friendzone gar nicht gibt, weil wenn du eine Person jedermann hat seinen Preis. Also so magst, dann ist, kann es ja vollkommen wurscht sein, ob du Friendzone bist oder nicht. Also lieber Friendzone sein, quasi als gar nicht mit der Person irgendwas machen zu können, so nach dem Motto. Was tatsächlich ziemlich interessanter Take ist und muss tatsächlich sagen, stimmt eigentlich absolut, weil ich muss dann immer an eine der ersten Folgen von iCarly denken, wo das ziemlich klar festgestellt wird, dass das... Are you fucking kidding me? Nur weil ich hier rumkletter? Oh Gott. Interessant. Ja, muss ich tatsächlich sagen, ist tatsächlich ziemlich iCarly-mäßig. So nach dem Motto, es funktioniert tatsächlich relativ gut. Was soll ich jetzt machen? Nicht schwimmen, hä? Ich nehme an, dass die Verfolgungsserver, da der gelb-orange Punkt drüber ist. Das ist normalerweise der Verfolgungspunkt. Dann nehme ich halt so eine Kiste mit, wenn die so hervorgehoben sind. Wait, kann ich da einfach durchgehen, wenn ich eine Kiste trage? Okay.
Das macht die Angelegenheit wesentlich einfacher. Wissen das, weil hier keine weiteren Wachen sind. Und die Frau, die am Steg stand, ist auch verschwunden. Egal. Bin viel zu erledigt für den Kack. Oh, zwei Tage Sport hintereinander. Clippingfehler, achtet mal auf den Hintergrund. Da klippt das Seil durch das Zeug auf dem Steg. Was zum Obst? Ja, zwei Tage Sport hintereinander. So intensiv war wirklich ouch. Und ihr könnt nochmal die Animus-Erinnerungsnotiz lesen. Willkommen, Freunde, zu einem Leben in Freiheit, Produktivität und Frieden. Hier findet ihr keine Ketten, keine Peitschen. Hier bildet ihr eure eigene Gemeinde. Und durch harte Arbeit werden wir zusammen gedeihen. Klingt bogus. Ah. Wir müssen erstmal Karte aufdecken hier. Wo wir irgendwas machen. Ich sehe schon einen Aussichtspunkt da hinten. Und das erste Schiff hat den Hafen von Veracruz erreicht. Die Truhe machen wir gleich auf. Ist nicht das, was du tun solltest, Aveline. Ja. Tagungsseite halten. Maya-Statue halten. Wir haben sehr viel zum Sammeln hier. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir alles einsammeln werden. Aber ich will diese Woche fertig werden mit dem Aufnehmen von dem Spiel. Ja. Dann gucken wir mal, wie das weitergeht mit Old Republic. Ob es zeitlich sich dann so einrichten lässt, dass Don mitmacht. Oder auch nicht. Ich will nur looten. Beruhig dich, Keuler. Ja, wir mischen uns erst unter das Volk, sobald wir alles eingesammelt haben, was man einsammeln kann. In der Gegend. Also, ich will jetzt hier nicht nochmal zurücklatschen. Willkommen! Vielen Dank. Und was kannst du so? Putzen? Nähen? Kochen vielleicht? Ich gehe eher jagen. Das ist ungewöhnlich. Jedoch findest du dich in guter Gesellschaft. Unsere Grabungsleiterin ist auch eine Frau. Solange du dich gut mit ihr stellst, geht's dir gut hier. Natürlich geht es allen gut hier. Eure Stärke ist unsere Stärke. Wunderbar. Okay. Bums, und schon haben wir wieder einen Haufen Cash. Ich muss nach der Aufnahme hier was essen. Ich merke richtig hart. Körper sagt Hunger. Psst. Miss. Wie wär's mit ein bisschen erstklassigem Ale? Oder vielleicht etwas Tabak? Nur hier auf dem stillen Markt. Nein, danke. Oh. Hast du dann vielleicht was zu verkaufen? Auch nicht. Dann vergiss, was ich sagte. Okay. Es gibt einen stehenden Markt. Interessant.
Okay, was haben wir? Wir haben die Taschenpistole und Waffen. Wieso haben wir die versteckten Klingen nicht mitgenommen? Das sind versteckte Klingen. Die sind per Definition versteckt. Och, Bruder. Welcher Entwickler hat da denn wieder geschlafen? Oh nein, das kommt nicht von irgendeiner deutschen Übersetzung. Die heißen auf Englisch auch Hidden Blades, also... Schlafmütze. Ja. Aber ich finde es sehr gut, dass wir dann hier nach Freedom Cry spielen. Ja. Weil... Das hier war das erste Assassin's Creed, sowohl mit einem weiblichen Protagonisten als auch mit einem farbigen Protagonisten, und Freedom Cry war das zweite mit einem farbigen Protagonisten. Und die sind thematisch auch sehr nah beieinander, deswegen finde ich das eigentlich ziemlich passend, dass das dann ja auch zusammen behandelt wird. Also es geht ja, wie man sich vielleicht denken kann, geht in den beiden Spielen das große Thema der Sklaverei. Und das war wirklich... grausam. Also... Sklaverei ist wirklich das Zweitschlimmste, was Menschen jemals anderen Menschen angetan haben. Und das Schlimmste will ich nicht erwähnen, weil YouTube sonst, zumindest meiner Erfahrung nach, teilweise Videos sperrt, wenn man solche Wörter benutzt. Aber es ist etwas, das die... Deswegen hat das Zweiten Weltkriegs passiert, sagen wir es einfach so. Aveline! Welch Freude, dich hier zu sehen und das Geschenk unseres Lebens mit dir zu teilen. Doch warum bist du hier? Warst du nicht bereits frei? Als ich hörte, wie wunderbar diese Gemeinde sei, musste ich es selbst sehen. Sind die Gerüchte wahr? Seid ihr so glücklich, wie man sagt? Glücklicher. Die Häuser sind behaglich, das Essen gut und reichlich. Wie im Paradies. Bekommt ihr auch gute Löhne? Wir dürfen hier leben und uns sogar in die Gemeinde einbringen. Ein jeder trägt bei, was er kann. Mehr Lohn brauchen wir nicht. Dann gehört dieses Land der Gemeinde. Vielleicht schon sehr bald, wenn wir unser Soll erfüllt haben. Es heißt, dieses Land sei sehr wertvoll, also dauert es eine Weile. Doch das ist es wert. Und falls ihr abreisen wollt? Das passiert nicht. Niemand würde das je wollen. Keiner ist je gegangen? Psst! Du solltest nicht so reden. Das tut hier keiner. Wir sind alle so glücklich. Wir brauchen keine schlechten Gedanken, die doch nur an unserem Glück rütteln. Es war wirklich sehr schön, dich wiederzusehen. Schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Alter, das klang ja richtig sektenmäßig. Okay. Ein neues Leben. Sequenz 4 abgeschlossen. Hier sind noch zwei weitere Sachen zum Einsammeln. Nicht so schlimm. Die
die Typen hier sind alle blind. Und nur zu zweit. Ich glaube, wir müssen die Story-mäßig sowieso gleich nochmal rein, aber... Naja. Au, Rücken. Stöhn nicht so. Ich glaube, ich muss gleich noch mal eine andere Tablette nehmen, ey. Puh. Allergie kickt echt. Kickt echt rein. Boah. Und das trotz der Antiallergiemedizin. Also das ist... Zack. Ja, ich würde dann an dieser Stelle sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.